Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin Flex, freut mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Ja, zu unserer heutigen kleinen Weihnachtsspezialfolge zurück in unserer Schneebiom-Basis, wo wir uns dann in dieser Folge um die Weihnachtsdeko kümmern. Wir jetzt endlich zum 24. hier. Passendes Wetter haben wir auch noch gekriegt, einen richtig schönen Schneesturm. So soll es sein, da kommt doch nochmal richtig weiße Weihnachten-Feeling auf. Ja, ich war offscreen fleißig noch ganz viele Sachen zusammensuchen. So gut es geht, hat aber nicht gereicht. Das heißt, ich muss tatsächlich ein bisschen mogeln, was unsere Weihnachtsdeko angeht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ihr habt aber auch schon in den Kommentaren schon geschrieben, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich mir dann doch ein bisschen was reinmogel, weil das ja keine spielentscheidenden Sachen sind, sondern eben nur ein bisschen Deko. Ja, wie ihr hört, im Hintergrund läuft auch schon überall hier unsere Radios, überall der neue Weihnachtsradiosender, der jetzt auch reingekommen ist mit dem Update, finde ich total gut. Und wir ziehen jetzt erstmal los mit unserem Weihnachtsmann raus in den Schneesturm und holen uns erstmal die ersten Weihnachtsbäume aus dem Wald. Hier vorne müssten gleich schon irgendwo, ich glaube, hier vorne steht sogar schon gleich einer. Und dann machen wir dieser Folge ganz gemütlich und kümmern uns wirklich nur um die Deko. Ich habe schon ganz viel vorbereitet an Geschenken, schon zusammengebaut und ja. Die Blaupausen sind ja schon vorbereitet. Vorne kommen noch ein paar Lagerfeuer hin. Dann hoffe ich, dass es mit den Weihnachtsbäumen soweit passt, wenn wir dann genug Geschenke aufstellen. Guck mal, was wir mit den Kerzen noch machen. So, hier haben wir doch schon unsere ersten Weihnachtsbaum. Können wir den einfach so mitnehmen? Wie kommt man den nochmal mitnehmen? Nur in den Händen? Oder wie war das? Müssen wir ihn erst verpacken, um ihn mitnehmen zu können? Und ich glaube, wir müssen ihn erst verpacken, um den mitnehmen zu können. Oder wir schieben ihn so vor uns her. Dann kommst du so mit. Und wir könnten auch einfach so ein paar undekorierte aufstellen, ne? Oh, das machen wir. Das machen wir. Okay, wir brauchen doch mal kurz ein paar Seile. Wir müssen die zusammenpacken. Wir holen mehr davon. Und dann stellen wir auch ein paar, weil die einfach schön aussehen. So ein paar weiße. Hier so eine Reihe. Bevor der letzte dann geschmückt ist. Naja. Manche Lieder sind noch nicht so weihnachtlich, aber das ist auf jeden Fall der neue Weihnachtsradiosender. Da kommen auch richtige Weihnachtslieder. Überläuft er. Mal gucken. Vielleicht ist es auch ein bisschen laut, vielleicht muss ich es noch leiser machen. Keine Ahnung. Okay, was wollte ich? Ich wollte ein paar Seile holen. Wir machen ja ganz gemütlich heute hier. Und erstmal muss ich ein bisschen was wegpacken. Ja, da geht's doch schon los. So, hier drin ist auch unser Geschenkeschrank. Da ist alles drin. An Kram. Da schmeißen wir den Rest erstmal rein hier. An diesen Sachen, die schon fertig sind. Christbaumkugeln haben wir da auch drin. Und dann gucken wir mal. So, dann brauchen wir. Das ist so gut. Da brauchen wir ein paar Seile. Und gehen erstmal los. Und holen uns ein paar verpackte Weihnachtsbäume. Ich hoffe, es hört jetzt nicht auf zu schneien. Aber ich glaube, es schneit schon. Also schon seit. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Es schneit schon die ganze Zeit. Ich glaube, es ist. Absicht zuvor in den Entwicklern, dass es heute hier den ganzen Tag schneien wird am 24. Es sei denn, man stellt sich das Wetter selber ein. So, verpackte Douglas, da ist er doch schon. Wir brauchten nur. Ja, Säge haben wir dabei. Seile haben wir dabei. Und die Douglas, da ist sie. Unser verpackter Weihnachtsbaum. Moment, die können wir auch nicht so mitnehmen. Wie können wir den auf dem Rücken? Okay, einen haben wir auf dem Rücken. Dann kommt die Säge in die Jackentasche. Zack, und dann von da auf die. Komm mal hier auf die 4, das Thermometer haben wir gerade nicht in der Tasche. Okay, suchen wir die nächste. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel jetzt hier im Schneesturm. Da ist noch ein Weihnachtsbäumchen. So, komm her. Haben wir schon mal zwei. Das wären aber erst unsere Dekorierten. Ja, ja, alles schon gut. Herstellen. Zack. Wie? Hier, Seile haben wir noch dabei. Da wieder die falschen Seile. Nimm die Seile und herstellen. Genau, nicht das olle bisschen angefangene Draht. So, Säge dahin. Wir können auch zwei umrücken, ne? Ein links, ein rechts. Sehr schön. Der mit Weihnachtsbäumen bewaffnete Weihnachtsmann. Wahrscheinlich kann man die jetzt auch als Nahkampfwaffe benutzen. Kann ich mir gut vorstellen. Was müssen wir denn? Haben wir Hunger? Müssen wir auf Toilette? Bisschen Hunger haben wir. Ja, es dauert noch. Ein klein bisschen dauert es noch. Dann gibt es auch noch ein Feuerwerk zum Abend hier im Schneesturm. Auf jeden Fall, weil wir machen noch ein Weihnachtsfeuerwerk. Nicht nur zu Silvester. So. Da fehlen noch ein paar Christbaumkugeln. Hier. Das
Das passt so, das ist so gut. Herrlich, jetzt müssen nur die Bäume endlich stehen. Warte, wir holen mal hier Christbaumkugeln raus. Fangen wir an aufzubauen. Stereo hier, weil es in mehreren Radios gleich läuft. Da ist einer fertig! Nein! Abbrechen! Oh Gott, jetzt hätte er beinahe abgesägt. Baumfällen hätte er beinahe gemacht. Oh mein Gott! Ich hätte meinen ersten Bein das Baum gefällt. Aber ich dachte, die leuchten irgendwie. Die haben noch mehr geleuchtet. Egal, der ist da. Und der leuchtet schon. Oder können wir ihn noch einschalten? Nee, das wäre noch cool. Aber egal, das passt auch so schon. Super. Einer ist schon mal da. Ich hoffe, das reicht überhaupt hier. Für alle Bäume. Die brauchen so viel, ne? Noch einer ist fertig. Zwei schon mal. Oh, oh. Oh, oh, das könnte knapp werden für den letzten da drin. Nicht, dass das gar nicht reicht. Es muss reichen. Es reicht nicht. Doch, der hat schon alle Kugeln dran. Da muss noch der Baum rein. Oh, das reicht. Das wusste ich nicht, dass da schon so viel Kugeln reingemacht hatte. Okay, zwei. Da müssen noch die Bäume rein. Wir brauchen noch zwei Bäume. Und dann brauchen wir noch ein paar Bäume. Und dann brauchen wir hier natürlich noch Licht. Gucken, ob wir die Kerzen noch irgendwie aufstellen. Und da natürlich Geschenke platzieren und so. Und vorne Bäume aufstellen, die ganze Reihe. Das machen wir zuerst mal. Weiße Bäume da vorne hinstellen. Die können wir einfach so aufstellen. Aber vorher haben wir die Weihnachtsbäume rein. Ich kann mir überlegen, wo habe ich die Kerzen hingetan? Es waren auch nicht so viele, wie ich dachte. Da ist schon mal noch eine Feuerwerksbox. Ah, es wirkt aber auch so schon einfach gemütlich. Allein ein Stück das Feuer durch den Schnee. Mit unserer Musik jetzt hier vorne die Bäume. Wir ziehen uns so eine Reihe weiße Bäume da vorstellen. Richtig gut. So, hier draußen die Feuer müssen noch fertig. Da brauchen wir lange Stöcke. Die holen wir einfach mal hier aus dem Gestrüpp. Dann haben wir hier draußen auch noch Licht. Für mehr Gemütlichkeit. Ach, herrlich. So, hier haben wir nur einmal langen Stock dabei. Kommen wir mit. Das schon mal ein bisschen einsortieren, den brauchen wir gleich noch. Den Stein brauchen wir eigentlich nicht mehr. Gehen wir raus. Das Problem ist, hier haben wir nur so von den Büschen, wo so wenig lange Stöcke rauskommen. Noch einmal ein langer Stock und der Rest sind alles schon kleine. Wir brauchen aber die langen, nur die langen Holzstöcke brauchen wir. Da war übrigens nochmal ein Weihnachtsbaum. Den holen wir auch gleich. Jetzt gucken wir erstmal nach den Stöcken, dass wir hier vorne die Feuer fertig kriegen. Dann möchte ich doch erstmal zuerst Feuer haben, dass wir mehr Licht haben. Ist das schön hier im Schnee. Schneesturm unterwegs zu sein. Auf der Suche nach ein bisschen Holz für Feuer und das ist auch nochmal ein Weihnachtsbaum. Und Weihnachtsbäume. Hier oben haben wir noch jede Menge noch. Dass wir nicht in eine Zombie-Horde gleich reinstürmen hier noch. Das muss jetzt nicht sein. Ich bin auch völlig unbewaffnet unterwegs. Ich habe alles abgelegt zu Weihnachten. Alle Waffen sind weg. Nur die Säge dabei. Sonst nichts. So, hopp. So, und noch einer. Dann haben wir wenigstens für ein Lagerfeuer schon mal alles. Da müssen wir, auch gleich, wir müssen auch gleich unsere Laternen. Laternen müssen wir gleich aufstellen. Drin, damit wir noch mehr Licht haben. Vielleicht in der Nähe der Bäume, so ein bisschen, dass sie ein bisschen angestrahlt werden irgendwie. Das ist schon ganz gut. So, erstmal hier draußen ein Feuer fertig machen. Und auch gleich anzünden. Ach, sehr schön. Hier draußen auch. So, noch mehr lange Stöcke. Dann zwei Weihnachtsbäume und dann noch jede Menge von den Weißen. Die müssen wir dann eben so transportieren. Ein Stück. Oder können wir die danach auch wieder aufstellen als normalen. Also nicht als Weihnachtsbaum. Wenn wir die danach wieder entpacken, die Douglasie. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Das wäre natürlich cool. Dann können wir die nämlich auch so transportieren.
Noch einer. Schön weiterschneien. Lässt nach. Nicht aufklaren. Jetzt, wir brauchen den Schnee. Das ist schön für die Atmosphäre. So. Eins, zwei lange Stöcke haben wir hier. Sehr schön. Zweites Lagerfeuer draußen fertig. Nehmen wir gleich einen Weihnachtsbaum mit. Da. Du bist einer. Dann haben wir den im Haus auch fertig. So, Seile haben wir dabei. Zack, 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 zack. Wo ist er? Da ist er doch wieso schon drauf. Herstellen. So, kann man die auch wieder aufnehmen, Baum fällen, in Hände nehmen? Oder kann man ihn jetzt wirklich nur noch für den Weihnachtsbaum benutzen und nicht mehr so aufstellen? Unser Motor hat übrigens die Farbe gewechselt, weil die haben nochmal ein Update rausgebracht, Mini-Hotfix, dass es den Cruiser jetzt auch in verschiedenen Farben gibt. Gab es wohl vorher nicht in verschiedenen Farben, oder fehlt noch ein Baumstamm. Den haben wir. Aber auch hier vorne im Holzlager. Und jetzt ist unser Motor auf einmal schwarz und nicht mehr so schön türkis. Aber gut. Das ist doch kein Weihnachtslied. Na, warten wir mal ab. Aber das ist auf jeden Fall noch der Sender. Oder manchmal ändert sich der aber auch von allein. Das ist mir schon aufgefallen im Spiel. Gucken mal ganz kurz. Es gibt auch echt viele Radiosender. Nachdem hier kommt eigentlich der. Das ist der Weihnachtssender. Der hat sich einfach umgestellt schon wieder. Da, wo jetzt gerade einfach die Melodie läuft, das ist dann wieder der Weihnachtsmusiksender. Noch ein weiter. Und noch ein weiter. Das ist der. Soll das Spiel! Mal einmal ganz durchschalten. Das bei mehreren Radios. Jetzt tut mir leid. Aber das muss schon. So, noch ein. Und noch ein. Yep. Da läuft wieder Weihnachtsmusik einigermaßen. Passt. So, nächster Weihnachtsbaum ist fertig. Fehlt noch einer. Dann haben wir das. Dann stellen wir einfach irgendwo. Achso, hier fehlt noch ein Baumstamm. Den müssen wir auch noch hier reinmachen. Dann fangen wir an, ein bisschen hier noch Laternen auf, unsere Laternen aufzustellen. Ja, man hört im Hintergrund so ein bisschen. Das ist auch wieder. Das ist auf jeden Fall der. Wie gesagt, es sind nicht alles die super. Aber es passt schon. Am besten dazu. Die anderen Radios der Person. Wie kein Feuer anzünden. Mein Feuerzeug ist alle. Gibt's ja gar nicht. Wie kann das denn sein? Immer sofort ein neues in die Hemdtasche. Nicht so nah ran, das könnte warm werden. So! Super! Ein Weihnachtsbaum noch hinten aufgestellt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen mit denen. Dass wir die einfach so transportieren. So kriegen wir den nicht. Oder vielleicht, wenn der Rucksack komplett leer ist, kriegen wir dann so einen Baum da rein. So einen ganzen. Das wäre echt cool. So, wollen wir hier nochmal einen. Das ist, der ist zu groß. Das ist keiner. Das auch nicht. Hier haben wir doch wohl noch einen. Das ist noch eine Douglas hier, die wir mitnehmen können. Komm her. Das wäre so gut, das würde bestimmt richtig cool aussehen, so eine Reihe aus weißen Bäumen noch davor dann.
schade. Und wirklich, die können wir auch nicht irgendwie so jetzt tragen, ne? Okay, das ist aber wirklich dann eine Mission, die da so hinzukriegen. Aber man kann die aber nicht wieder auspacken, haben wir gerade gesehen. Man kann die dann nur für einen Weihnachtsbaum aufstellen. Oder im Moment haben wir auch die Möglichkeit, dass der Weihnachtsbaum. Haben wir auch die Möglichkeit, die einfach so wieder aufzustellen? Nee, ne? Nee. Ah, das ist aber dann doch ein bisschen zu viel, glaube ich, die jetzt da so rüber zu schieben. Vor allem, wenn wir davon mehrere haben wollen. Baum fällen? Nee, ich will den Baum ja nicht fällen. Ich will den mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das lassen wir dann lieber. Na gut. Pack zusammen. Ab auf dem Rücken damit. So, wieder rein. Ah, herrlich. Mit der Beleuchtung hier, super. So. Alle Bäume sind fertig. Irgendwie will mich die Spiel heute, will mir heute keine Weihnachtsmusik geben. Oder uns nicht. Als ich da oft schon reingehört habe, liefen die ganze Zeit nur, wie eben gerade zwischendurch, einmal nur die ganze Zeit immer Weihnachtslieder. Jetzt läuft hier irgendwas. Wir warten mal ab, was noch kommt. Und stellt erstmal unsere Laternen auf. Die haben wir hier draußen. Und Kerzen, weiß ich, ob ich die hier mit reingetan habe. Weil gemischt ist. Nee, aber auf jeden Fall unsere Laternen sind hier. Gucken, wo war die auch? Vielleicht eine doch hier hinten in der Nähe. Müssen wir näher ran. Einfach doch wieder irgendwie erstmal da so. Und einschalten. Fast ein bisschen zu viel. Jetzt muss mehr noch. Oh, die können wir ja noch dimmen, ne? Moment. Intensität verringern. So ist ganz gut. Und ich weiß nicht, ob hier nicht vielleicht sogar einfach einer auf dem Boden stehen sollte. Mal so zum Gucken. Ganz ruhig, ganz ruhig. Lass das Radio in Ruhe. Ich spiele zwar gerade nicht die optimale Musik, aber kein Grund. So. Einschalten. Auch ein bisschen verringern. Ja, schon nicht schlecht. Boah, ich habe bloß die Kerzen gelassen bei Mats. Ich glaube, ich habe die wahrscheinlich sowieso verschieden wegsortiert. Hier sind schon mal zwei. Die kann man auch einfach so aufstellen, ne? Stellen wir mal eine hier hin. Einfach nur mal so. Eine noch hier hin. Feuer anzünden. Wir müssen gleich mal den Sender wechseln hier. Das Zugriff ist ausgeschaltet. Drin wird auch ausgeschaltet. Wir machen erstmal nur eins, dass wir hier wirklich mal. Oh, hier drin ist es dunkel, ne? Ah, ich muss hier eine Laterne rein. Na, jetzt ein bisschen. Endlich. Ich muss nur alle anderen Radios ausschalten. So, zumindest ein bisschen. Obwohl, es könnte auch Zirkusmusik sein. So. Ja, nee, das passt schon jetzt am besten. Okay, dann wird es Zeit, dass wir hier noch ein paar Sachen aufstellen. Komm mal raus hier. Keine Ahnung, die sind gar nicht so groß, diese Pakete. Aber die sind cool hier. Die sind, glaube ich, das sind, glaube ich, die besten. Ich stelle einfach mal ein paar auf. Man sieht gar nichts. Doch da. Oh. Oh. Nicht, dass sie da durch den Boden glitschen. Nee. Passt. Da stehen ein paar. Komm her, wie siehst du aus? Oh, das ist gar nicht so. Das ist ja klein. Das ist das größte Geschenk von allen. Das ist so klein. Okay, da können wir sogar ein paar auf den Tresen vielleicht so einfach mal hinstellen. So ein paar Geschenkboxen.
Oder so ein paar von den kleinen. Okay, komm mal her, du stellst dich auch erstmal hier hin. Jeder Baum kriegt so ein paar ab. Gefällt mir jetzt schon. Wo ich nur diesen einen Haufen da stehen sehe schon. So, ich muss das Radio noch leiser machen. Ein bisschen. Das muss so im Hintergrund, das muss so leicht Hintergrundbeschallung muss das sein. Das ist mir fast schon zu aufdringlich jetzt gerade. Aber ich muss mal noch mal einen Tick leiser. Vor allem, weil das auch alles nicht die da gab's noch schönere Lieder auf jeden Fall auf dem Radiosender. Oh, hier kann ich keine aufstellen von den großen Boxen. Die rutschen durch Dach. Wie cool. Und die kleinen, nee, warte mal, das sind die ganz kleinen. Davon stellen wir mal welche hier oben drauf. Mal gucken, wie das aussieht. Auch so ein bisschen gedreht. Ja, richtig gut. Die passen da genau drauf. Ha! Super. Und was sind das? Das sind mittlere. Wie groß ist die? Steht da noch eine irgendwie so an der Ecke? Und du kommst noch hier vorne vor. Ein bisschen so rüber. Am besten ist eigentlich dieser komplette Haufen hier. Den ließ sich sogar am einfachsten bauen. Da brauchte man nämlich keine oder weiß ich nicht, braucht man für den auch noch die Pappschachtel? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Dann kommst du noch hier hin. Oh, das gefällt mir. Schade, dass wir diese. Ja, das muss ich nochmal offscreen nochmal dazustellen, diese weißen Bäume. Da mache ich mir die Mühe und schleppe die nochmal alle einzeln hier rein. Dass wir noch so eine Reihe Tannenbäume haben. Und Schneemänner vielleicht noch. Und vielleicht können auch einfach ein paar Geschenke so irgendwo in der Ecke liegen. Nicht nur an den Bäumen. Na, endlich mal ein bisschen was Besseres. Du hast später, glaube ich, nur kurz. So. Vielleicht einfach hier auch in der Nähe vom Feuer, so in der Nähe von den Teppichen. Kann immer nicht sehen, wie man das hindreht. Das ist ein bisschen schade, aber egal. Dann steht hier noch so ein kleines. Und so ein mittleres. Nee, gefällt mir da doch irgendwie nicht so gut. Ist hier weg. Passt doch besser an die Bäume. Oder vielleicht hier gegenüber. Wir hätten einen aufstellen können, dass wir den rundherum. Egal, kommen hier noch mehr. Hier kommen noch mehr hin. Von der Vorderseite noch. Ja. Doch, aber das gefällt mir irgendwie. Gefällt mir. Hier kommt noch so ein kleines oben drauf. Noch ein bisschen so gedreht. Und vielleicht können die hier auf... Ah, doch, die können. Dann steht da vielleicht nochmal jeweils irgendwie auf den Bänken stehen welche. Das ist gut. Haben wir noch genug von denen, die man so lose hinsteckt? Also müssen wir ein paar von den Weihnachtsbäumen auch wegnehmen. Und dann stellen wir so ein paar lose noch auf die Bänke. Ne, das waren alle. Okay, wir müssen ein paar von den Weihnachtsbäumen klauen. Macht nichts, da steht eh genug rum für die großen Paketen hier. Komm her, du von der Ecke, du kommst nochmal mit. Kommt hier oben noch eins drauf. Das ist gut. Und drin steht noch gar nichts. Weil da ein einziger Haufen hinkommt. So ein großer. Oder passt der überhaupt hier hin? Finde ich erstmal gut. Doch. Sehr schön. So, was brauchen wir noch jetzt nicht mehr? Die brauchen jetzt nicht mehr den Rucksack. Der kann jetzt auch weg. Kommt jetzt kurz vom Rücken.
Zack. Und dann stellen wir mal unser Feuerwerk jetzt auf. Säge brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Kommt in bei... Achso, nee, Moment. Die kommt bei Werkzeuge rein. Hier zu Werkzeuge. Und was wir jetzt brauchen, ist Feuerzeug und ein bisschen Feuerwerk. Und dann machen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Feuerwerk an zum Abend hier. Und genießen unsere einigermaßen weihnachtlich dekorierte Basis hier. Kerzen, Geschenken, Weihnachtsmusik, Laternen, der Grill muss noch an. Ah, super. So, dann holen wir mal ein paar Feuerwerksboxen, setzen uns hin und genießen noch mal ein bisschen Feuerwerk. Die habe ich doch alle ins Auto geschmissen, die habe ich noch nicht rausgeräumt gehabt, oder? Hatte ich die alle rausgeräumt? Kleines Feuerwerk. Passt in die Jackentasche. Wo habe ich die denn alle hingeräumt? Oh nein! Oh, ich weiß es nicht mehr. Mist! Mist, wo habe ich unser ganzes Feuer weggelassen? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das auch hier reingeschmissen? Hier habe ich nur eins reingeschmissen. Ja, eins. Wieso passt denn das nirgendwo mehr? Brauche ich doch einen Rucksack gleich. Jetzt können wir kein Feuerwerk mitnehmen. Wo habe ich das denn alles gelassen? Ich war auch der Meinung, ich habe es aus dem Auto nie raussortiert. Nur im Auto sortiert. In die Kiste reingeschmissen? In die Kiste reingeschmissen. Alles klar. Super. Alles in der Kiste. Da ist unser ganzes Feuerwerk. Ich brauche noch mal kurz einen Rucksack. Wir können das Feuerwerk nicht so nah. Das ist zu schwer. Das Feuerwerk wiegt zu viel. Setz mal kurz auf hier so einen einfachen Rucksack. Reicht auch. So. Dann kleines, großes Feuerwerk. Kleines, kleines und ein großes. Das soll erstmal reichen. So, guck mit der Folge. Die Folge wird heute schon ein bisschen spät rauskommen. Eigentlich sollte die Folge auch gar nicht so lang werden. Es sollte eine ganz kurze Basisdekorationsfolge mit ein bisschen Feuerwerk werden. So. Und... das Feuerzeug schon wieder alle? Nee, Moment mal. Benutzen. Ah, benutzen ist. Abfeuern. Okay, wir starten alle. Und ziehen uns zurück. Komm schon. Benutzen. Die laufen ja eine Weile. Wir müssen noch weiter nach hinten. Ah, ich dachte, wir können weiter vorne stehen. Wir brauchen noch eine Plattform auf dem See, sehe ich gerade. Und da schicken wir dann... hier war sogar eine Ego-Perspektive hier. Und da stellen wir dann unser Feuerwerk bereit. Obwohl, wir könnten ja auch... das ist auch ganz schön laut! Ich war ein bisschen leiser in Ingame-Sound gerade mal, so. Wir können ja auch trotzdem hier sitzen. Und in Ego-Perspektive nach oben gucken, oder? Naja, es geht so. Nee, es geht nicht so gut. Mist. Naja, aber zumindest hier können wir stehen. Na, jetzt klart's auf. Jetzt gerade, wo wir Feuerwerk anhaben. Naja. Okay, lieben Leute. Ich würde sagen, unsere Bar ist dekoriert. Feuerwerk haben wir auch nochmal abgefeuert jetzt hier. Ich würde sagen, dann kommen wir hier zum Ende dieser Folge. Ich schätze, ich muss die ganzen Geschenke jetzt wieder einsammeln. Also die spawnen die alle. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder einsammeln.
Ja, ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese einfache Weihnachtsbasis-Dekorationsfolge gefallen, würde ich mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da bin ich mich am allermeisten freuen. Ja, ihr Lieben, wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine schöne Bescherung und ganz, ganz tolle Festtage. Und sage ansonsten wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.